Wir beginnen mit den Grundstellungen. Chariot Sogi, Moa Sogi. Chariot Sogi, zehenoffene Stellung. Die Fersen sind geschlossen, der Zehenabstand ist leicht geöffnet. Moa Sogi, beide Füße aneinander geschlossen. Fersen geschlossen, Zehen geschlossen. Nächste Stellung, Naranhi Sogi. Bei dieser Stellung sind die Fußaußenkanten parallel. Der Fußabstand beträgt Hüftbreite. Chichum Sogi, Reiterstellung. Dabei stehen wir mit den Fußkanten über Schulterbreite. Entweder die Fußkanten parallel zueinander oder leicht Zehen offen. Den Oberkörper senkrecht in einer Linie halten. Das Kniegelenk ist abgewinkelt, so weit gebeugt, dass man in die Stellung hineinsinkt. Absogi, kurze Vorwärtsstellung. Diese Stellung entspricht einem kurzen Schritt nach vorne. Die Gewichtsverteilung ist leicht am vorderen Bein. Beide Beine sind leicht abgewinkelt, was durch die Dobokhose jedoch nicht erkennbar ist. Die vorderen Zehen weisen gerade nach vor, die hinteren leicht nach außen. Abkubi, lange Vorwärtsstellung. Lange oder tiefe Vorwärtsstellung. Dabei ist der Fußabstand hüftbreit, die vorderen Zehen weisen gerade nach vorne, die hinteren in etwa einen Winkel von 45 Grad. Das vordere Bein ist abgewinkelt, der Unterschenkel beschreibt einen rechten Winkel zum Boden. Das hintere Bein ist durchgestreckt. Der Druck wird auf der Ferse verstärkt. Dütkubi, hintere Stellung oder hintere Balance. Dabei ruht das Gewicht am hinteren Bein. Die Füße bilden einen Winkel von 90 Grad zueinander. Die Körperachse ist senkrecht Kopf, Rücken und hinterem Bein. Die Knie genauso wie die Füße einen Winkel von 90 Grad zueinander beschreiben. Beide Beine sind abgewinkelt. Wir setzen uns bewusst in das hintere Bein. Aremaki. Unterarmblock nach unten gerichtet. Untere Körperhälfte. Dabei in der Ausholbewegung den Blockarm zur Schulter, zur gegenüberliegenden Schulter bringen, nach unten drehend blocken. Mit dem Block den Körper ebenfalls verdrehen. Der Block erfolgt aus der Körperdrehung und wird durch die Handdrehung vollendet. Momtong Anmaki. Block zur Körpermitte. Dabei wird die Blockhand nach außen geführt und beschreibt eine Kreisbewegung von nach außen zur Körpermitte hin. Mit der Drehung des Armes kommt es ebenfalls zu einer Drehung im Unterarm. Gleichzeitig wird die gegenüberliegende Hand bewusst zur Hüfte zurückgezogen.
Die passive Hand kann in verschiedenen Arten zurückgezogen werden. Entweder wird sie abgewinkelt und zur Hüfte gezogen, oder sie wird passiv gestreckt und zur Hüfte gezogen. Variante mit Streckung des passiven Armes. Vor der Rückholbewegung wird der Arm gestreckt und dann zur Hüfte gezogen. Wie bei Aremacke und allen anderen Blocktechniken erfolgt der Einsatz und Impuls aus dem Körper heraus durch die Verdrehung in der Längsachse, Hüfte, Schulter und erst in weiterer Folge Arm werden bewegt. Ulgulmaki, Block nach oben gegen einen Angriff, der von oben gegen den Kopf geführt wird. Wie schon bei den Blocktechniken zuvor erfolgt der erste Impuls aus der Körperdrehung. Anschließend wird der Blockarm nach vorne oben geführt. Der letzte Impuls erfolgt knapp unter dem Kinn durch Drehung des Unterarms, sodass der Arm vor dem Gesichtsfeld so schnell wie möglich nach oben bewegt wird. Mumtong Chirugi, Fauststoß zur Körpermitte. Aus der Hüfte heraus wird die Faust in einer geraden Bewegung nach vorne zur Körpermitte, wir nehmen die eigene Körpermitte als Maßstab, geschlagen. Wichtig dabei, dass wir die Faust leicht nach innen ziehen. Die Drehung der Faust erfolgt im letzten Drittel der Bewegung. Ebenfalls wichtig, dass die Faust in einer geraden Linie nach vorne bewegt wird. Der Impuls erfolgt ebenfalls wieder aus der Körperdrehung, aus der Hüfte, aus der Schulter, wobei die Schulter ein wenig über die Körperachse hinweg nach vorne gezogen wird. Abchagi, Beintechnik nach vorne ausgeführt. Dabei wird das Schlagbein nach vorne gestoßen. Die Technik kann Mumtong oder Olgul in den Formen ausgeführt werden. Merkpunkte dabei: Impuls erfolgt aus der Hüfte, die Hüfte wird gekippt, das Knie wird angehoben, dabei ist der Unterschenkel angewinkelt. In der Streckphase wird der Unterschenkel nach vorne geschleudert, die Hüfte verstärkt diesen Impuls und die Auftrefffläche des Fußes ist der Fußballen. Das bedeutet, der Fußrist ist durchgestreckt, die Zehen werden aufgestellt.